Nut, Nut. So, was machen wir jetzt? Wir haben keinen anderen Rufus, auf den wir wechseln können, weil alle verbraten sind. Doc? Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Toni? Du, das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ich nehme jetzt den Stift und schreibe einen Plan. Naja, es ist nicht richtig, ja, aber es ist als jeder andere. Ja, das ist der Plan. Den hätte ich auch geschrieben. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Los! Was haben wir? Na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Was haben wir noch? Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mein Plan basiert zu 100% auf den Gesetzmäßigkeiten des Ereignisdrucks und der Alternativlosigkeit. Mhm. Sie wirkt gar nicht nervös. Nicht, dass es einen Grund gäbe, nervös zu wirken. Okay, dann mal los. Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen. Ja, komm. Und auf geht's. Da läuft ja... Hast du die... Ich dachte... Alle. Ja, aber wie mache ich das denn? Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Und los. Jetzt aber. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst. Chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten reiten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Unser Schnabel, die Dummen. Thank you.
Oh, wir haben es geschafft! Oh oh. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir noch mal 10. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo. Ach, Tonk. Huch, Amtmann an Deck. Abteilung, stillgestanden. Jawohl, Herr Amtmann. Oha, ich meine, recht so. Oh, Back, okay. Noch mehr von der Sorte. Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Ich war... Okay, wir sind hier gerade in der Charlie und die Schokoladenfabrik Superkabine, können aufwärts und abwärts und das sind die Organons. Oh Backe, noch mehr von der Sorte. Ich will zur Brücke, macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Du ich ja auch. Ich wollte euch chargen, nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen, als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann? Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Glitis? Nein, Argus, du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Wir haben hier ein Pedal. Lass das! Meinst du wirklich, dass du dich mit solchen Sperränzchen retten kannst? Heb schon auf! Aufwärts? Was soll der Blödsinn? Jetzt kann ich nicht. Heb schon auf! Lass das! Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Okay. Jetzt mal abwärts. Und aufwärts. Anhalten. Lass das! Autsch! Jawohl! Dann gehen wir mal raus hier. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher. Ihre Worte jedoch
sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol, Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst. Und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Nun ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Arsch... Der hier vor euch steht, hier neben mir und... Da oben auf der Brücke ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. So. Der Organon ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Arschen. So. So wurden wir konstruiert. Mhm. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut mich doch mal an. Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur... weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Arschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrenne! Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier seinen Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Schaut euch doch mal um. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Schaut euch doch mal an! Wir verrichten die Drecksarbeit für die da oben. Denkt ihr etwa, irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen? Den Planeten in die Luft zu sprengen? Deponianer zu terrorisieren? Oder was wir sonst so machen, den lieben langen Tag? Nein! Amen, ich sage euch, die sitzen bequem auf ihren breiten Ärschen. Und diese Ärsche, meine Allerwertesten, das sind wir. Oh Mann, okay. Nun, ich könnte euch noch 1000 weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Ärsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Nö. Ich sage nein. Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen,
was in uns steckt. Lang lebe der Ordnung! Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so. Die Hymne. Los geht's. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. 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 Agamemnon. Oh, Agamemnon. Okay, warte mal. Ich dachte, das wäre jetzt eine Cutscene. Ich habe jetzt gerade meinen Popschutz gesucht, ne? Eigentlich sind Rufus' Gesangskünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen, durch Klick auf die Notenlinien die Tonhöhe der Noten zu verändern. Bis er die Melodie richtig mitsingt. Ich sehe gar keine Notenlinien. Achso, da oben. Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Oh, Leute, bitte nicht. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Ich kann das nicht. Oh, Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Leute, nee, bitte nicht. Bitte nicht Musiktheorie, bitte. Das ist meine. Du kannst. Oh Mann, nein! Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Agamemnon. Das ist gut. Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Agamemnon. Versuch es mal so. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Oh, Brudi. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Leute. Agamemnon. Oh, Agamemnon.
Organon. 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 Okay, die Herzen sagen mir, ob's gut ist. Organon. 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 Oh Leute, bitte, bitte. Organon. 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 Okay, nochmal. Organon. 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 Jetzt aber, jetzt muss es sein. Organon. 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 Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Organon. Organon. Ja, da sind wir doch. Organon. Musiktheorie, ne? Es ist nicht Rocket Science, aber wir machen irgendwie beides. Nein, das ist doch wieder der Kapitän. Aklites, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? Was? Was?
Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber was ist mit ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha! Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja. Die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen... Es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Joel. Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Joel! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Okay.